Gerd-Joachim von Fallois, der das Ganze für uns beobachtet. Nicht nur Pro Falla wird heute befragt werden. Doch, denn die Forderungen der SPD, sie mögen heute auch Frank-Walter Steinmeier vorbeischicken, der sich endlich äußern will zu dem Vorwurf der Koalition. Er habe dem Abhörskandal Tür und Tor geöffnet mit einem Vertrag aus dem April 2002. Diese Forderung, dass also der ehemalige Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier hier heute auch aussagen soll vor dem Ausschuss, die ist soeben zurückgewiesen worden mit den Stimmen der Koalition. Grüne und Linke haben sich enthalten. Einzig die SPD war für das Erscheinen des ehemaligen Kanzleramtsministers. Man muss dazu sagen, dass es die SPD ist, die heute unter anderem 150 Fragen vorbereitet hat, die sie dem Kanzleramtsminister, dem amtierenden Ronald Pro Falla von der CDU stellen wollen. Und diese Ablehnung jetzt wurde natürlich gleich aufgenommen vom Betroffenen Frank-Walter Steinmeier, der hier vor wenigen Minuten sich geäußert hat vor der Presse und gesagt hat, das sei eine Unverschämtheit, ihn hier nicht anzuhören, seinen Namen in den Schmutz zu ziehen. Er wisse noch nicht einmal genau, um welches Dokument es sich da handeln solle. Das sei schon so lange her, da müsse man ihm mal auf die Sprünge helfen. Nun, der Termin ist bekannt, der 28. April 2002. Und auf Nachfrage sagte er, es kann sich darum handeln, dass die Liegenschaft in Bad Aibling, von der so viel schon die Rede war, die früher rein in amerikanischer Hand war, dass er etwas unterschrieben hat, dass die Deutschen dort quasi mitmachen können. Vielleicht ist es ja dieser Vertrag. Nun, die Mitglieder, die 11 des parlamentarischen Kontrollgremiums werden es gleich genau wissen, denn Ronald Pro Falla hat auch diesen Vertrag mitgebracht und man muss sich einmal die Arbeit dieses parlamentarischen Kontrollgremiums ganz kurz anschauen. Dort sind alles Mitglieder, die waren im Jahre 2002 zum fraglichen Zeitpunkt noch nicht dabei. Deswegen weiß keiner, was in diesem Vertrag drin gestanden hat. Sie haben auch gar keine Mitarbeiter, die das verifizieren könnten. Und dann ist es noch so, dass der Vorsitzende Thomas Oppermann und der Stellvertreter von der CDU, beide parlamentarische Geschäftsführer sind, Michael Große-Brömer. Und die beiden fangen jetzt auch in unserem Statement Reigen an. Aber man darf schon die Frage stellen, ob die Herren eigentlich die Richtigen sind, die Geheimdienste zu kontrollieren. Das wäre ja eine zeitlich sehr große Herausforderung, das zu tun. Jedenfalls haben alle Fraktionen hier im Deutschen Bundestag dieses doch sehr knifflige, ja, dieses undurchsichtige Thema jetzt entdeckt als Wahlkampfthema. Völlig ungeeignet, wie ich finde. Denn an der Wahrheit kratzen wir maximal. In Wirklichkeit geht es doch hier eher um den großen Showdown vor dem 22. September. Doch wollen wir Ihnen einmal die O-Töne der verschiedenen Betroffenen zeigen. Wir wussten damals nicht, dass der BND in Afghanistan X-Keyscore anwendet. Wir wollen wissen, ob die Anwendung dieser Technologie dazu führt, dass wir die Dinge in einem anderen Licht sehen oder anders bewerten müssen. Zweitens, wir wussten damals nicht, und das ist auch nicht berichtet worden, dass diese Frage im BND kontrovers diskutiert worden ist. Deshalb werde ich heute beantragen, dass die Mitarbeiter benannt werden, die innerhalb des BND eine andere Auffassung als der Präsident hatten und dass die im Gremium angehört werden. Dazu haben wir im Gesetz über das parlamentarische Kontrollgremium eine Rechtsgrundlage. Mitarbeiter können auch ohne Zustimmung der Vorgesetzten vom Gremium angehört werden. Wir wollen diese Kontroverse erhellen. So, dann geht es heute natürlich auch darum, dass PRISM weiter aufgeklärt wird. 9 Wochen nach den Enthüllungen und Behauptungen von Herrn Snowden ist immer noch nicht klar, wie im Rahmen des Programms PRISM die Deutschen ausspioniert werden. Nach Angaben von Herrn Snowden werden über PRISM und mit Hilfe von X-Keyscore Millionen Datensätze in Deutschland von den US-Diensten ausgeforscht. Wir wollen von der Bundesregierung wissen, ob sie weitergekommen ist in der Aufklärung. Die Chancen verbessern sich ja. Obama hat Glasnost in Washington verkündet, mehr Transparenz, mehr Informationen über die Praxis der Geheimdienste. Davon kann auch die Bundesregierung profitieren. Sie muss jetzt energisch nachfassen und über PRISM endlich die Fakten in Erfahrung bringen und hier in Deutschland auf den Tisch legen. Wir wollen wissen, wie viele Menschen werden von US-Diensten in Deutschland ausgespäht, in welchem Umfang passiert hier eine Überwachung der Kommunikation in Deutschland, beziehungsweise aus den USA zu Lasten deutscher Staatsbürger.
Sodann drittens wird Herr Pofalla heute wohl eine Vereinbarung aus dem Jahre 2002 vorlegen, auf die ich schon lange warte. Ich kenne sie nicht, aber es wird seit Tagen darüber geredet. Es geht um eine Vereinbarung, die die verstärkte Zusammenarbeit von NSA und BND nach dem 11. September regelt. Da geht es um die Weitergabe von Daten und Informationen aus der Auslandsaufklärung des BND an die Amerikaner. Das allerdings hat überhaupt nichts zu tun mit der von Herrn Snowden behaupteten Ausforschung deutscher Bürger im Rahmen des Programms PRISM. Hier geht es um die Weitergabe von Informationen aus der Auslandsaufklärung. Die halten wir auch für richtig. Die hat Rot-Grün damals vereinbart. Das war richtig, das zu vereinbaren, denn wir mussten nach dem 11. September selbstverständlich dazu beitragen, dass die schweren Verbrechen von New York aufgeklärt werden, dass weitere Verbrechen verhindert werden. Und deshalb geht es, wie gesagt, nicht um Daten deutscher Bürger, sondern es geht um Daten und Informationen, die der BND in Afghanistan, in Jemen oder in Nordafrika gewinnt. Und diesen Unterschied werden wir heute klar herausarbeiten. Wir erleben in den letzten Tagen ja eine immer hilflos werdendere Opposition, weil sich das, was man über Wochen skandalisiert hat und behauptet hat, immer mehr in Luft auflöst. Es scheint sich zu bestätigen, dass es überhaupt gar keine millionenfache Grundrechtsverletzung in Deutschland gegeben hat, dass all das, was darum rankend behauptet wurde, keine Begründung findet. Und ich erwarte eigentlich mit den Kollegen der Union von der heutigen Sitzung, dass sich das auch noch bestätigen wird heute, dass wir klare Aussagen dazu bekommen, ob es diese behaupteten Grundrechtsverletzungen gegeben hat oder ob es im Prinzip ein Luftschloss war der Opposition, um Wahlkampf zu machen. Und mir scheint eigentlich das Letztere wahrscheinlich. Ich glaube, wir haben gute Chancen, heute festzustellen, nach den entsprechenden Informationen durch den Kanzleramtsminister, dass all das, was in den letzten Wochen skandalisiert wurde, sich heute unter Umständen in Luft auflöst. Des Weiteren hoffe ich, dass in der SPD auch auf die Stimmen der Vernunft gehört wird. Ich glaube, es gibt jetzt die ersten richtigen Ansätze zu sagen, hier geht es um eine sachliche Kontrolle der Geheimdienste. Die sollten wir pflegen. Das ist die Aufgabe der Fraktionen insgesamt. Und dieses ganze Thema, so wichtig es ist, und wir müssen die Sorgen der Menschen auch ernst nehmen in Deutschland, wenn es um Datenschutz, wenn es um den Schutz der Privatsphäre geht. Aber es kann nicht sein, dass wir die Geheimdienste, die Dienste und die Sicherheitsbehörden in Deutschland skandalisieren aus wahltaktischen Gründen. Damit muss Schluss sein. Ich hoffe, dass die heutige Sitzung dazu auch Anlass geben kann. Denn wir wollen natürlich eine effiziente Kontrolle der Geheimdienste. Und wir wollen wissen, hat es in Deutschland Grundrechtsverletzungen gegeben? Das ist unsere Aufgabe. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, Wahlkampf mit diesen Themen zu machen, sondern eine vernünftige und gute Kontrolle durchzuführen. Und ich hoffe, dass die heutige Sitzung dazu Anlass gibt. Natürlich ist es unsere Aufgabe, auch in der heutigen Sitzung erneut, muss ich sagen, festzustellen, ist es zu Verletzungen in Grundrechtsform gekommen in Deutschland? Oder können wir das nach der heutigen Sitzung, nach den Informationen des Kanzleramtsministers ausschließen? Das ist eine der wichtigen Fragen, die heute zu beantworten ist. Ich bin recht zuversichtlich nach den Informationen der letzten Tage, dass wir am Ende der Sitzung feststellen, Grundrechtsverletzungen schon gar nicht in millionenfacher Höhe hat es in Deutschland eben aus meiner Sicht wahrscheinlich nicht gegeben. Wir erwarten von der Bundesregierung heute eine klare Erklärung darüber, auf welcher Basis hier auch eine Zusammenarbeit deutscher Nachrichtendienste mit befreundeten Diensten in den Vereinigten Staaten und auch in Großbritannien stattgefunden hat. Ich möchte schon wissen, welche Rechtsgrundlagen hier existieren, welche Vereinbarungen hier geschlossen worden sind. Ich möchte ebenfalls genau wissen, welche Zusammenarbeit faktisch stattgefunden hat. Gab es eine technische Zusammenarbeit? Gab es eine andere formale oder informelle Zusammenarbeit? Hier sehe ich eine ganze Menge noch an zusätzlichem Aufklärungsbedarf und ich erhoffe mir auch von der Bundesregierung, dass wir hier klare Aussagen bekommen. Das Zweite, was für mich auch bedeutsam ist, für die FDP-Bundestagsfraktion, ist es selbstverständlich und auch uneingeschränkt klar. Auf Basis deutscher Daten dürfen nirgendwo auf der Welt
Menschen getötet werden. Es darf keinen Datenaustausch geben, dahingehend, dass mit Daten aus deutschen Landen oder von deutschen Diensten hier entsprechend Tötungen und Tötungsurteile ausgesprochen werden. Und insofern wollen wir auch natürlich wissen, wie hier die Zusammenarbeit mit anderen Diensten stattgefunden hat, welche Konsequenzen die Weitergabe von Handydaten hatte und wie weiter hier auch informationsmäßig die Zusammenarbeit stattgefunden hat. Für uns steht die Diskussion um die Sachaufklärung im Vordergrund. Sie argumentiert ja auch, dass mit den Daten Angriffe auf deutsche Soldaten verhindert worden sind. Ist Ihnen dann das Leben der deutschen Soldaten nicht so wichtig? Die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus unter befreundeten Staaten ist dringend nötig, wenn es gerade darum geht, Terrorismus zu verhindern und auch Anschläge gegen deutsche Staatsbürger, egal ob im Ausland oder in Deutschland, zu verhindern. Das heißt trotzdem, dass die Daten, die weitergegeben werden, auf Basis deutschen Rechts nur weitergegeben werden können. Und genau das ist auch Aufgabe des Parlamentarischen Kontrollgremiums, dieses auch entsprechend aufzuklären. Können Sie nachvollziehen, warum Deutschland ein mittelwichtiges Spionageziel für die Amerikaner sein kann? Wir haben nach wie vor eine ganze Reihe von Fragen, gerade an die Amerikaner und auch gerade an die Briten, um genau zu wissen, warum gerade ausgerechnet Deutschland so im Fokus der Spionagetätigkeiten auch des NSA war. Als erstes plädiere ich dafür, die Sache wieder ernst zu nehmen und aufzuhören mit der Polemik. Es ist zu wichtig, als dass man unseriös damit umgehen sollte, dass wir ja immer noch nicht wissen, wie ist das mit den 500 Millionen Datenverbindungen, die aus Deutschland durch die Systeme Tempora und Prism abgegriffen werden. Stimmt das oder stimmt es nicht? Stimmt es zum Teil? Weil das kann eigentlich nichts zu tun haben mit dem, was der Bundesnachrichtendienst macht. Der Bundesnachrichtendienst nimmt lediglich Informationen aus im Ausland. Da sind ausgenommen ausdrücklich Informationen über Deutsche oder nach Deutschland, Bezug auf Deutschland. Das heißt, es ist auch nicht diese Größenordnung von 500 Millionen Datenverbindungen pro Monat. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat zuletzt vom Bundesnachrichtendienst berichtet bekommen, dass im ganzen Jahr solche Auslandsverbindungen in einer Größenordnung von etwa 2,4 Millionen fürs ganze Jahr aufgesaugt worden sind und dann verarbeitet werden. Das kann überhaupt nicht zusammentreffen und übereinstimmen mit 500 Millionen Datenverbindungen aus Deutschland im Monat. Das kommt nicht hin, von der Zahl nicht, vom Inhalt nicht. Deshalb habe ich ein dringendes Interesse daran, dass wir erstmal die Fakten auf den Tisch bekommen. Ich will heute vom Bundesnachrichtendienst, von Herrn Profalla wissen, wie viel Daten hat der Bundesnachrichtendienst pro Jahr in den letzten Jahren tatsächlich aufgenommen in Afghanistan, in Nordafrika und woanders. Wie viel davon sind weitergegeben worden und was war definitiv der Inhalt dieser Daten? Waren es wirklich nur Auslandsverkehre, an denen Deutschland nicht beteiligt gewesen sind? Meine Erwartung für die Sitzung heute ist, dass wir endlich dazu kommen, die Fragen, die tatsächlich auf der Tagesordnung stehen, beantwortet zu bekommen. Nach meiner Auffassung ist es so, dass die Bundesregierung momentan permanent an den gestellten Fragen vorbei antwortet. Es ist kein Verdienst, wenn der BND nicht Daten deutscher Staatsbürger weitergibt. Es ist aber sehr wohl eine Frage, ob der BND wusste, dass offenkundig die NSA und britische Geheimdienste in Deutschland massenhaft überwachen. Wir haben dazu wieder durch die Medien Hinweise bekommen, die ich mir von der Bundesregierung erwünscht hätte. Das muss endlich anders werden. Ich erwarte endlich Klarheit auf diese Fragen. Ich erwarte auch Klarheit darüber, wie weit die Tür durch SPD und Grüne seinerzeit geöffnet worden ist, durch die offenbar andere jetzt gehen. Auch dazu müssen endlich Antworten auf den Tisch. Und Fakt ist, dass es nicht sein darf, dass der Bundesnachrichtendienst oder andere staatliche Stellen Informationen weiterleiten, die dazu führen können, dass Dinge getan werden, die mit deutschem Recht nicht vereinbar sind. Damit ist ganz klar gemeint, dass es nicht sein darf, dass deutsche Geheimdienste Informationen übermitteln, die dazu führen, dass mit Drohnenangriffen gezielte Tötungen durchgeführt werden. Das muss man ausschließen und niemand kann so naiv sein, zu glauben, dass wenn jemand etwas versprochen hat, er es nicht trotzdem nutzen wird, in der Hoffnung, dass es geheim bleibt.
Die Erfahrung ist, dass Geheimdienste im Zweifel anders arbeiten. Und auch dazu brauchen wir endlich Klarheit. Wir sind entscheidende Schritte bei der Aufklärung weitergekommen. Das wird heute eine gute Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und selbstverständlich werde ich Sie über das Ergebnis meiner Überprüfungen anschließend nach der PKGR-Sitzung informieren. Dankeschön. Ronald Pofalla, der Beauftragte für die Geheimdienste der Bundesregierung, wird selbstverständlich die Presse hinterher über seine Erkenntnisse unterrichten. Da denkt man manchmal, man ist im falschen Film. Ein Korrespondent wie ich, der schon seit 22 Jahren mitmacht, also kann sich nur noch wundern. Denn früher in Bonner Zeiten, da war dieses parlamentarische Kontrollgremium, das tagte streng geheim. Natürlich gab es weder vorher noch hinterher Interpretationsstellungnahmen. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das diesmal unter anderem auch deshalb anders ist. Nicht nur, weil die Medienlandschaft sich verändert, sondern weil wir auch kurz vor einer wichtigen Bundestagswahl stehen. Aber ich denke, die gegenseitigen Schuldzuweisungen helfen niemandem weiter. Fakt ist, nach deutschem Grundgesetz ist klar definiert, wann, wie, welche Daten weitergegeben werden dürfen. Keiner von uns weiß, was die Kanzleramtschefs, die jeweiligen, noch für Verabredungen mit den Amerikanern getroffen haben, was der BND darf oder nicht darf. Der heutige neueste Aufreger ist, dass der BND Telefonnummern weitergegeben haben soll, die anschließend von den Amerikanern genutzt wurden, um über Drohnen eben Menschen zum Beispiel in Afghanistan damit umzubringen. Das bestreitet der BND, der Vorsitzende des BND, der Präsident, Herr Schindler, ist heute auch hier. Insofern ist nicht nur Ronald Pofalla derjenige, der gefragt wird, sondern selbstverständlich Herr Schindler auch. Also das alles muss aufgeklärt werden. Aber ich sage es noch einmal, das Parlamentarische Kontrollgremium tagt im streng Geheimen. Eigentlich dürfen die Ergebnisse nicht nur nicht veröffentlicht werden, sie werden ja auch gar nicht fixiert. Deswegen dieses Durcheinander mit der Frage, was hat eigentlich der ehemalige Kanzleramtsminister Frank-Walter Steinmeier im April 2002 mit den Amerikanern im Eindruck dieser schrecklichen Terroranschläge von 9/11 vereinbart. Und Frank-Walter Steinmeier ist ja hier eben selber vor die Presse gegangen, weil er heute hier vor diesem Ausschuss erscheinen wollte und die Mehrheit das nicht wollte und hat gesagt, das ist eine Unverschämtheit und er selber könne sich eigentlich gar nicht so genau erinnern, was für einen Vertrag er da unterzeichnet habe. Also das ist ein Kuddelmuddel, wo man nur sagen kann, diese 11 haben Zugang zu all diesen strengen geheimen Papieren. Und warum es hier, bewusst ist das so eingerichtet worden, aber ob es sinnvoll ist, ist noch die Frage, warum es hier keine Protokolle gibt, die nur diese 11 dann streng einsehen können, weiß ich nicht so genau. So reden alle wie die Blinden von der Farbe. Und das geht uns Journalisten ja übrigens auch nicht anders. So deswegen, meine Damen und Herren, immer ein bisschen relaxen. Ein ganz wichtiges Thema, das sicherlich jeden interessiert. Dennoch die Art der Aufklärung in dieser Art und Weise, ich weiß nicht, ob wir da weiterkommen. Nachher jedenfalls, nach der Sitzung, immerhin, werden wir ja dann schon mal die Einschätzung des einen oder anderen hören, aber ob wir dann wirklich einen Zentimeter weiter sind, ich weiß es nicht. Frank-Walter Steinmeier, um das noch zu sagen, hat jedenfalls erklärt, er würde gern noch mal wiederkommen und aussagen, aber dann nur, wenn auch die Bundeskanzlerin kommt und oh Gott, da haben wir es doch wieder. Es ist Wahlkampf, meine Damen und Herren. Und damit zurück zu Hans-Ulrich Stelter nach Bonn.